Der größte oder der schwerste Stein wog ca. 50 Kilo. Die Rippenbrüche führen natürlich zu einer Einschränkung der Atemleistung. Man kann davon ausgehen, dass der Geschädigte noch gelebt hat. Im vorliegenden Fall hatte das Tatopfer eine mehrtägige Leidenszeit zu durchstehen, hatte schwerste Verletzungen und ist ganz qualvoll gestorben. Guten Abend. Ein außergewöhnlicher Fall heute in Kripo Live, Tätern auf der Spur. Für uns beginnt er im Sommer 2020 mit einer kurzen Meldung der Kripo Dresden an einem Sonntag. Ein Leichnam wurde in einem Wald bei Großenhain gefunden. Ist das noch ein Thema für die aktuelle Sendung, fragen wir nach. Doch die Polizei veröffentlicht zunächst keine weiteren Informationen. Erst Monate später werden die grausamen Details der Tat bekannt. Großenhain in der Nähe von Dresden. Circa 20.000 Einwohner leben hier. Im Zentrum der Stadt fällt einer Frau am Abend des 13. Juni 2020 eine ungewöhnliche Situation auf. Es gab eine Augenzeugin, die beobachtet hat, wie am Großenhainer Rahmenplatz das spätere Opfer von vier Männern, scheinbar in ein grünes Fahrzeug geschoben wurde. Die Frau hat sich das zunächst nicht so richtig erklären können oder konnte es nicht einordnen. Eine Entführung oder ein Missverständnis? Auf die Zeugin wirkt das Geschehen nicht eindeutig und vor allem nicht lebensgefährlich. Wie sich später herausstellt, eine fatale Fehleinschätzung. Die Ermittlungen führt die Dresdner Mordkommission. Thomas Geithner schildert Kripo Live den Fall und zeigt Fotos aus den Ermittlungsakten. Wir reden von einem Quartett, zwei Frauen und zwei Männer. Die Tat war geplant, wurde in die Falle gelockt, Entführung, abgelegenes Örtchen und dann die Tat, also sprich die Tötung, zu Ende zu bringen. Einige Wochen zuvor in einem Wohnhaus am Stadtrand von Großenhain. Hier lebt die zu diesem Zeitpunkt vierfache Mutter Stefanie W., 33 Jahre alt und Reinigungskraft. Ihr aktueller Liebhaber, Stefan B., 29, ist Landwirtschaftshelfer. Von ihrem Mann Dirk hat sich Stefanie W. getrennt. Gegenüber Freunden und Bekannten soll Stefanie W. geäußert haben, der muss weg. Das Leben von Stefanie W. ist turbulent. Viel Alkohol ist auch dabei. Aktuell hat sie mindestens zwei Liebhaber und ist erneut schwanger. Wer der Vater ist, unklar. Ihr noch Ehemann Dirk W. ist es jedenfalls nicht. Zwar wäre Dirk W. nicht der biologische Vater gewesen, aber da die Ehe immer noch bestand, wäre er der juristische Vater gewesen. Und das war unter anderem ein Motiv für die Ausübung dieser Tat. Plötzlich verschwindet Dirk W. Das Handy ist ausgeschaltet. Seine Mutter macht sich Sorgen und geht zur Polizei. Begleitet wird sie von Dirk W.'s Ehefrau Stefanie. Doch die Beamten sehen keinen Handlungsbedarf. Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben grundsätzlich das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen. Das heißt, es ist erstmal gar nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen, sofern keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr fehlen zu diesem Zeitpunkt. Die Polizei prüft daher nur allgemein die Gefahrensituation für den Vermissten. Eine Gefahr für Leib und Leben ist immer dann anzunehmen, wenn zum Beispiel eine Person verschwindet, die aber auf lebenswichtige Medikamente angewiesen ist. In anderen Fällen wäre zum Beispiel eine vorherige Suizidankündigung durch die gesuchte Person. Oder bei Minderjährigen. Hier ist immer Eile geboten bei den Suchmaßnahmen. Nichts davon trifft auf Dirk W. zu. Suchmaßnahmen finden insofern nicht statt. Aber es gibt einen privaten Suchaufruf bei Facebook. Jetzt kommt die Zeugin vom Parkplatz ins Spiel. Sie sieht den Facebook-Aufruf und erinnert sich an die Situation, die ihr vor einigen Tagen aufgefallen war.
Und dort war die Besonderheit, dass die Zeugin zwar die Person nicht identifizieren konnte, aber aufgrund der sehr guten Beschreibung des Autos, also auch der Menschen, war den Kollegen des Reviers vor Ort sehr schnell klar, da gibt es sehr Auffälligkeiten, Übereinstimmungen mit dem persönlichen Umfeld des Gesuchten. Das grüne Auto, das die Zeugin gesehen hat, könnte der Ex-Frau des Vermissten gehören. Denn Stefanie W. fährt einen grünen Opel Zafira. Aber warum sollte sie ihren Noch-Ehemann entführen? Handelt es sich möglicherweise doch um ein Missverständnis? Am Anfang wird die Polizei vermutlich noch gar nicht von einer kritischen oder dramatischen Lage ausgegangen sein. Zum einen war ja der Geschädigte und seine Frau getrennt. Zum anderen war es in dieser Beziehungskonstellation auch nicht unüblich, dass Konfliktpotenziale und Streitigkeiten auftraten und dass man sich mehrere Tage nicht gesehen hat. Das war in diesem Fall nichts Ungewöhnliches. Dass allerdings der Geschädigte sich für mehrere Tage nicht bei seiner Familie gemeldet hat, das war unterdessen schon ungewöhnlich. Die Polizei prüft, ob Stefanie W. etwas mit dem Verschwinden ihres Ex-Mannes zu tun haben könnte. Weitere Personen geraten in den Fokus. Neben Stefanie W., ihr Liebhaber Stefan B. und das Pärchen Anke F. und Andreas R. Alle vier brauchen jetzt rechtlichen Beistand. Linda Röttig hat an diesem Tag anwaltlichen Bereitschaftsdienst und erhält einen Anruf. Das Telefon klingelte ungefähr 22.30 Uhr, es war relativ spät schon. Und da hieß es nur, ja, es ist die Mordkommission, es wurden vier Personen festgenommen. Eine Person hat schon anwaltlichen Beistand und wir brauchen noch drei Rechtsanwälte. Und so ging das eigentlich erstmal los. Der Zeitpunkt des Anrufs bei Linda Röttig wird später im Prozess eine Rolle spielen. Denn möglicherweise ist er zu spät erfolgt. Stefanie W. und ihre Komplizen wurden an diesem Tag bereits vernommen, als Zeugen, ohne rechtlichen Beistand. Dabei ist es den Ermittlern gelungen, zu rekonstruieren, was passiert ist. Einer aus der Gruppe, Stefan B., hat umfassend ausgesagt und alle vier schwer belastet. Also jeder Beschuldigte hat das Recht zu schweigen, hat genauso das Recht auszusagen. Er hat aber jederzeit das Recht, auch einen anwaltlichen Beistand zu kontaktieren oder eben kontaktieren zu lassen durch die Polizei. Und die müssen da auch behilflich sein. Erst recht, wenn es wie hier mutmaßlich um eine schwere Straftat geht. Die Ermittler wissen jetzt, wohin die Gruppe mit Dirk W. gefahren ist und dass der 38-Jährige nicht mehr lebt. Sie machen sich auf den Weg zum Tatort. Die Fahrt geht raus aus Großenhain, ca. 7 Kilometer in Richtung Südwesten. An einem Feld mit angrenzendem Waldstück soll Dirk W. zurückgelassen worden sein. In einer Mulde im hohen Gras wird schließlich sein Leichnam gefunden. Ich bekam in meinem Bereitschaftsdienst am 19.06.2020 in den späten Abendstunden den Anruf, zum Leichenfundort zu fahren. Der Fundort war am Rande des Waldes zu einem Feld, ein befahrbares Feld. Dort warteten schon zahlreiche Kriminalpolizeibeamten auf mich. Im Dickicht des Waldes ist der Leichnam von der nahegelegenen Straße aus bzw. vom Feld nicht zu sehen. Der Leichnam liegt hier bereits seit mehreren Tagen. Die Haut war schon verändert, so braun, schwarz verfärbt, lederartig vertrocknet. Starker Magenbefall. Dort am Leichenfundort konnte ich in der Tat gar nicht so viel sagen, eben durch diese Fäulnisveränderung. Das Einzige, was festzustellen war, dass der Leichnam eine eher undefinierte Wunde im Stirnbereich linksseitig aufwies und eine widernatürliche Beweglichkeit des linken Armes, also dass es dort ein Knochenbruch vorlag. Weitere Zeichen der Gewalteinwirkung konnte ich zu dem Zeitpunkt erstmal noch gar nicht feststellen. Der Leichnam wird ins Institut für Rechtsmedizin der Technischen Universität Dresden überführt. Die Obduktion leitet Dr. Jacobi. Es fanden sich zum einen zahlreiche Rippenbrüche beidseits.
Wir konnten Brüche sowohl im Bereich des Hirn- als auch Gesichtsschädels feststellen mit doppeltem Unterkieferbruch, Brüchen im Bereich des Stirnbeins linksseitig und der linken Augenhöhle. Auch Brüche im Bereich des Kehlkopfgerüstes im Halsbereich, den schon vermuteten Bruch des linken Oberarmknochens sowie auch noch Brüche der rechten Elle mit Abbruch des Hakenfortsatzes. Durch die Vielzahl der Knochenbrüche war es doch von einer erheblichen Gewalt auszugehen, mehrfachen Gewalt auch auszugehen. In den Vernehmungen lautet der Tatvorwurf jetzt Mord an Dirk W. Die Beschuldigten werden festgenommen. Inzwischen haben sie rechtlichen Beistand. Dann bin ich zum Polizeigewahrsam gefahren, habe mit dem Mandanten gesprochen. Das war ja der erste Kontakt. Und da war dann die Haftbefehlseröffnung. Da wurde der Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Ermittler haben Informationen zu einem möglichen Tatablauf gesammelt. Jetzt muss alles überprüft werden. Eine Quelle? Die Überwachungskamera einer Tankstelle. Hier hatte das Quartett bei der Entführung einen Zwischenstopp eingelegt. Über die Videoauswertung und diese Zeugen konnte man wirklich einen ziemlich guten Zeitstrahl erstellen, was sich in diesen Stunden quasi abgespielt hatte und wo sie wann waren. 13. Juni 2020. Stefanie W. wartet mit ihren Komplizen auf ihren Ex-Mann. Er soll den gemeinsamen Sohn sehen dürfen, hat sie ihm erzählt. Stefanie W. hat ihren Ex-Partner heimtückisch per Chatnachricht in eine Falle gelockt, so dass dieser völlig arglos und wehrlos war. Dirk W. wird überrumpelt und entführt. Was die vier mit ihm vorhaben, ahnt er vermutlich nicht. Ja, die Täter waren mit einem grünen Opel Zafira unterwegs, ein Sechssitzer, sind dann erstmal in eine Tankstelle gefahren. Dort waren sie, wie die Ermittlungen dann ergeben haben, eine halbe Stunde tatsächlich, haben dort Bier getrunken, haben sich einen Kaffee bestellt und sind dann von dort nochmal weiter. Das mörderische Quartett verschleppt Dirk W. dann in das Waldstück außerhalb von Großenhain. Der Ort ist abgelegen. Hier ist die Gruppe mit Dirk W. alleine. Dort hat man Dirk W. dann aus dem Auto geholt, ihn zu Boden geworfen und dann sehr massiv, brutal getreten, gegen die Rippen geschlagen mit Zuhilfenahme eines Tischholzbeines. Und wirklich sehr, sehr stark verletzt. Und mit diesen Verletzungen hat man ihn dann auch einfach erstmal zurückgelassen. Dirk W. liegt bewegungsunfähig im Wald. Sollte er um Hilfe gerufen haben, niemand hätte ihn hören können. Die Gruppe um Stefanie W. ist zurück in Großenhain. Aber offenbar sind sie sich unsicher, ob Dirk W. tatsächlich tot ist. Noch am selben Abend kehrten die Täter nochmal zurück, um zu schauen, wie der Gesundheitszustand jetzt ist. Da haben sie gemerkt, dass er noch am Leben war. Gab es neuerliche Tritte, diesmal gegen den Kopf. Dann ist man wieder gegangen. Am nächsten Tag ist man noch zweimal gekommen, hat sich nach dem Opfer informiert, wie es dem geht. Und dann am dritten Tag war man nochmal da und hat dann letztlich die Tat, wenn man so will, zu Ende gebracht. Am Ende haben sie dann 7 Steine insgesamt. Der größte hat 50 Kilo gewogen, auf den Kopf und auf den Oberkörper des Mannes geworfen. Und letztlich starb er dann auch. In den Vernehmungen werden die vier mit dem Tatvorwurf der Tötung von Dirk W. konfrontiert. Auf anwaltlichen Rat hin schweigen alle, bis auf Stefan B., der Liebhaber von Stefanie W. Stefan B. sagt jetzt im Beisein seines Anwalts noch einmal umfangreich aus. Auch Rechtsanwältin Linda Röttig rät ihrem Mandanten zu schweigen. Stefan B. und Stefanie W.
haben dem befreundeten Paar versprochen, von Dirk W.'s Sterbegeldversicherung zu profitieren. Wie es jetzt in dem konkreten Fall war, kann ich nicht sagen, weil das fällt ja unter die anwaltliche Schweigepflicht. Und was der Mandant mir erzählt hat oder in welchem Umfang, dazu kann ich einfach nicht sagen. Während Staatsanwaltschaft und Verteidigung den Prozess vorbereiten, befinden sich die Beschuldigten in Untersuchungshaft. In der JVA Chemnitz ist Haupttäterin Stefanie W. inhaftiert. Die vierfache Mutter aus Großenhain erwartet zu diesem Zeitpunkt Zwillinge. Die JVA Chemnitz ist zuständig für die Vollziehung freiheitsentziehender Maßnahmen wie Freiheitsstrafe, U-Haft, Jugendhaft etc. an Frauen aus Thüringen und Sachsen. Eike König-Bender leitet die Haftanstalt seit 12 Jahren und kennt unter den Strafgefangenen viele Mütter. Über einzelne inhaftierte Personen wie Stefanie W. darf die Anstaltsleiterin nicht sprechen. Doch sie gewährt Kripo Live einen Einblick in das Familienleben von Müttern hinter den Mauern ihrer Justizvollzugsanstalt. Eine Inhaftierung bedeutet eine Trennung von der Familie und insbesondere eine Trennung von den Kindern. Um diesen Leidensdruck auch etwas zu minimieren, dem begegnen zu können, wir haben die Möglichkeit erstmal von umfangreichem Briefverkehr. In der JVA Chemnitz verfügt jeder Haftraum über eine Telefonanlage. Das heißt, sie kann jederzeit den Kontakt, und wenn wir insbesondere über die Frau und ihre Kinder sprechen, Kontakt zu ihren Kindern aufnehmen. Weitere Möglichkeiten bestehen, um es zu minimieren, dass wir die Möglichkeit schaffen von Familienzusammenführung. Auch bei Inhaftierungen ist es möglich, Ausführung in Begleitung von Bediensteten, eine Familienzusammenführung außerhalb der Justizvollzugsanstalt in das familiäre Umfeld herbeizuführen. Für Strafgefangene im offenen Vollzug gibt es sogar die Möglichkeit, die Haft gemeinsam mit ihren Kindern zu verbringen. Hier sehen Sie einen Haftraum für eine Mutter mit 2 Kindern. Ja, wir haben 4 Hafträume für Mütter mit einem Kind, einen 5. für eine Mutter mit 2 Kindern. Kindgerecht eingerichtet, sodass im Endeffekt das Kind auch gut versorgt ist. Maximal 3 Jahre alt dürfen die Kinder sein, um mit ihren Müttern hier leben zu können. Die Strafgefangenen bekommen Hilfe im Alltag und lernen zum Beispiel für sich und ihre Kinder zu kochen mit frischen Lebensmitteln. Für manche ist das neu. So, und hier haben wir das Spiel- und Gemeinschaftszimmer des offenen Vollzuges und der Mutter-Kind-Abteilung. Hier werden die Kinder im Endeffekt den ganzen Tag durch ihre Mütter beschäftigt. Die Mütter haben abends Zeit, hier Fernseher zu schauen. Fernseher haben wir in den Zimmern keine, um im Endeffekt die Ruhe für die Kinder, die Nachtruhe zu gewähren. Für Langzeitstrafgefangene wie Stefanie W. ist diese Unterbringung nicht möglich. Die jetzt 6-fache Mutter verbüßt ihre Strafe von Beginn an im geschlossenen Teil der JVA. Wenn eine Mutter nicht für die Unterbringung geeignet ist, dann besteht die Situation mehrerer Möglichkeiten, dass das Kind beim Kindsvater untergebracht wird, bei Angehörigen, in einer Pflegefamilie, oder auch, dass die Mutter die Kinder gegebenenfalls zur Adoption freigibt. Es wird immer abgestimmt in Zusammenarbeit zwischen der Mutter und dem Jugendamt und der Begleitung und Betreuung der Fachdienste. Und hier vor allem der Sozialarbeiter, gegebenenfalls auch eines Psychologen. Wenn es gravierende Probleme gibt, ziehen wir auch einen Psychiater bei. In der Zeit ihrer Untersuchungshaft hat Stefanie W. Zwillinge zur Welt gebracht. Die Mädchen sind gesund und leben inzwischen beim Vater. Februar 2022. Am Landgericht Dresden fällt das Urteil gegen Stefanie W. und ihre Komplizen. Ein 10-monatiger Prozess liegt hinter den Beteiligten.
Die öffentliche Aufmerksamkeit ist groß. Das mediale Interesse war am Anfang schon sehr groß. War auch Fernsehen da, natürlich auch die örtliche Presse war da. Also teilweise haben wir wirklich früh um 9 angefangen, wobei es nie pünktlich losging. Und dann manchmal, nee, immer muss ich dazu sagen, aber manchmal wirklich bis 18, 19 Uhr. Und das zerrt dann schon ganz schön. Mit 41 Prozesstagen ist der Fall einer der umfangreichsten des Jahres in Sachsen. Es geht um lebenslängliche Freiheitsstrafen für die Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft sieht gleich mehrere Mordmerkmale als gegeben. Alle 4 Verurteilten haben das Mordmerkmal grausam verwirklicht. Grausam handelt, wer bei der Tötung Leid zufügt, was deutlich über das zur Tötung erforderliche Maß hinausgeht. Im vorliegenden Fall hatte das Tatopfer eine mehrtägige Leidenszeit zu durchstehen, bevor es dann letztendlich an einem Polytrauma verstorben ist, hatte schwerste Verletzungen und ist ganz qualvoll gestorben. Bei Stefanie W. wird darüber hinaus das Mordmerkmal der niederen Beweggründe angenommen. Ihr Motiv für die Tötung ihres Ex-Mannes hatte sie nachweisbar vor allen geäußert. Sie hatte gesagt, der muss weg. Niedrig sind Beweggründe dann, wenn sie nach allgemeiner Anschauung auf sittlich tiefster Stufe stehen, nachgerade verächtlich sind. Die Frau des Tatopfers hat im vorliegenden Fall gehandelt, um das Scheidungsverfahren abzukürzen und um Sorgerechtsstreitigkeiten um den gemeinsamen Sohn zu vermeiden. Das mit dem Tatopfer befreundete Pärchen hat noch das Mordmerkmal der Habgier verwirklicht. Habgier bedeutet ein Handeln in einem Gewinnstreben um jeden Preis, auch um den Preis eines Menschenlebens. Im vorliegenden Fall hatte das befreundete Pärchen die Perspektive, aus der Sterbegeldversicherung der Frau des Tatopfers etwas zu erlangen und hat aus diesem Grund gehandelt. Das Mordmerkmal Heimtücke trifft auf alle Tatbeteiligten zu. Heimtücke bedeutet die bewusste Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers zur Begehung der Tat. Sie haben diesen Geschädigten gezielt in das Auto gelockt unter einem Vorwand. Die Frau hat gesagt, er könne seinen Sohn sehen. Und da ist er praktisch hingegangen und hat sich dann in diese Situation hineinbegeben und hat natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass da in irgendeiner Form ein Angriff auf seine Person erfolgen könnte und war natürlich infolge dieser Situation auch stark eingeschränkt in seiner Verteidigungsfähigkeit. Trotz der erdrückenden Beweislage versuchen die Anwälte der Verteidigung, das drohende Urteil grundlegend in Frage zu stellen. Also um es vorwegzunehmen, ich habe Freispruch beantragt, aus dem Grund, dass ich der Meinung war, dass man bestimmte Sachen nicht verwerten kann. Zum Beispiel diese erst durchgeführte Zeugenvernehmung, die dann schlagartig geändert wurde in eine Beschuldigtenvernehmung. Aus diesem Grund wurde Stefan B. allerdings ein zweites Mal vernommen, im Beisein seines Anwalts. Davon gibt es sogar eine Videoaufzeichnung. Seine Schilderungen des Tatablaufs, auch vor Gericht, schienen plausibel und ohne Zweifel. Dann hatte ich auch im Prozess noch den Gutachter abgelehnt und viele Zeugenaussagen waren aus meiner Sicht völlig belanglos, was zumindest mit der individuellen Schuld meines Mandanten in irgendeiner Weise übereinstimmt. Die Tötung von Dirk W. sieht das Gericht als gemeinschaftlich begangenen Mord. Alle 4 Angeklagten wurden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.